Am 26. September 2022 wurde ein Angriff auf kritische deutsche Infrastruktur verübt. Die Nord Stream Sabotage. Circa 6 Monate ist es mittlerweile her. Und was ist seitdem passiert? Ah, stimmt ja. Wir zahlen immens viel mehr für unsere Energiekosten und auch für unsere Lebensmittelpreise. Aber investigativer Journalismus oder Aufarbeitung zu diesem Thema? Mangelware, stimmt's? Erst war der Russe schuld, der Russe schiebt es aber auf den Westen und der Westen sagt mittlerweile, hey, es laufen doch Ermittlungen. Und zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen können wir nicht sagen, bis diese abgeschlossen sind. So sieht's doch aus. Im Umkehrschluss heißt es, eigentlich müsste jede Sekunde darüber berichtet werden, wer hinter diesem Anschlag steht, aber keinen Schwanz interessiert's. Richtig? Dann hat sich einer der Sache angenommen, der Seymour Hersh. Er behauptet, dass die USA dahinter steckt. Diese Aussage hat er bereits vor mehreren Wochen getätigt und prompt wurde er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Hätten wir einen investigativen Journalismus, dann würden wir zumindest mehr über die Sache erfahren und ein Herr Hersh würde in jeder Talkshow zu sehen sein, um eben seine These zu untermauern und sich der Kritik zu stellen. Aber was passiert? Gar nichts. Im Gegenteil, die Recherche und vor allem die Ergebnisse von dem Herr Hersh, die sind ja für die Allgemeinheit brandgefährlich, denn das sind ja Unwahrheiten, das sind ja Verschwörungstheorien und deswegen darf es auch nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen, oder? Seine Recherche und seine Ergebnisse konnte man aber nicht unterdrücken, weil der Name Hersh in den alternativen Medien viral gegangen ist. Also, was haben die öffentlichen Medien gemacht, die Mainstream-Medien? Sie haben ihn als Lügner diffamiert, als Verschwörungstheoretiker und als einen Menschen, den man eh nicht ernst nehmen kann, oder? Und deshalb sehen wir ihn auch nicht in den Talkshows. Und wenn man mit einem Tagesschau-Michel-Sternchen-Inn über den Namen Hersh und seine Ergebnisse diskutiert, tja, dann wird man selber als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, denn das sind ja unwahre Quellen und eigentlich hat er ja gar keine Quelle genannt, richtig? Umso krasser wird es jetzt, denn nun hat Seymour Hersh nicht nur gesagt, dass die USA an der Sprengung der Pipeline beteiligt ist, sondern dass auch Olaf Scholz am Komplott beteiligt ist. Siehe Headline der Bild-Zeitung. Die haben sie übrigens gleich geändert und nun heißt es Vertuschung. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Der Investigativjournalist Seymour Hersh hat sich erneut zur Nord Stream Sabotage zu Wort gemeldet. Hersh erhebt schwere Vorwürfe gegen die Geheimdienste, US-Präsident Joe Biden sowie Medien. Auf seiner Website veröffentlichte er einen Artikel, in dem er die jüngsten Berichte aus der New York Times und der Zeit kommentierte. Hersh machte in seinem jüngst publizierten Artikel amerikanische Geheimdienste dafür verantwortlich, zur Verdunkelung seiner Version beigetragen zu haben. Diese hätten New York Times und Zeit mit Falschmeldungen gefüttert, um seinen Bericht, der Biden und US-Geheimdienste für schuldig befindet, zu widerlegen. Des Weiteren geht der US-Journalist auf den Besuch von Kanzler Olaf Scholz Anfang März ein. Wir erinnern uns, Kanzler Scholz hat einen Besuch bei Präsident Biden in einer Nacht- und Nebelaktion angekündigt, bei der keine Medien erlaubt waren. Bei dem Treffen habe es aus verschiedenen Gründen keine Fragen von Pressevertretern zur Nord Stream Sabotage gegeben. Interessiert doch auch niemand, oder? An dieser Stelle zitiert Hersh eine weitere anonyme Quelle, die behauptet haben soll, dass es eine Diskussion über das Pipeline-Exposé gab und dass infolgedessen bestimmte Teile in der CIA gebeten wurden, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Geheimdienst eine Titelgeschichte vorzubereiten, die die amerikanische und deutsche Presse mit einer alternativen Version für die Zerstörung von Nord Stream 2 versorgen würde. Hersh wirft dem deutschen Kanzler vor, bei der Unterstützung der Vertuschung der angeblichen Biden-Operation zu helfen, auch wenn er womöglich nicht im Vorfeld über die Zerstörung der Pipeline informiert worden sei. Die Agency hat ihren Job gemacht, schreibt Hersh. Mithilfe des deutschen Geheimdienstes sollen Geschichte über die Zerstörung der Pipeline ausgeheckt und untergeschoben worden sein. Ihr wisst ja, er meint die Geschichte, dass 6 Personen auf dieser Yacht Andromeda zu der Pipeline geschippert sind, dort untergetaucht sind, die Sprengsätze angebracht haben und dann einfach wieder nach Hause gefahren sind. Das ist die Geschichte.
bei der ein erfahrener Extremtaucher bestätigt hat, dass selbst seine 80-jährige Mama die Bombe hätte anbringen können. Und ich sage dazu Folgendes: Es ist nicht der erste Scholz-Skandal. Wenn auch nur ansatzweise ein Fünkchen Wahrheit hinter dieser Hirsch-Story steckt, dann muss Scholz nicht nur zurücktreten, dann ist das Hochverrat und der gehört hinter Gittern. Spätestens jetzt sollte eigentlich eine 24/7-Berichterstattung in Dauerschleife vollzogen werden, oder? Übrigens wäre jetzt auch mal investigativer Journalismus angebracht, liebe deutsche Medien. Denn ein deutscher Bundeskanzler wird beschuldigt, bei einem Anschlag auf kritische deutsche Infrastruktur mitbeteiligt gewesen zu sein. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und keinen interessiert's. Wie seht ihr das, Leute? Glaubt ihr Hirsch? Glaubt ihr Scholz? Glaubt ihr Biden? Glaubt ihr den Russen? Glaubt ihr der Ukraine? Oder wie ist eure aktuelle Stimmungslage? Ich für meinen Teil, ich könnte einfach nur noch kotzen.